Miau. Und ich suche keine andere Wohnung. Nicht freiwillig. Und wenn ich auf dem Küchentisch übernachten muss.
Mein lieber Mann, Herr. Da hast du aber gerade mal Glück gehabt. Die Katz muss dein Schutzengel sein. Warum wollen Sie das schöne Tier nicht behalten? Ich mag keine Tiere in der Wohnung. Schenken Sie es doch Ihren Kindern. Ich lebe allein. Keine Nichten oder Neffen? Bedauere. Na, dann wäre doch so ein Kätzchen genau das Richtige für Sie. Es gibt so viele einsame Menschen, die mit einem Tier zu Hause viel glücklicher wären. Sind Sie ein Tierasyl oder eine Familienberatung? Wie Sie wollen, Herr Ratzeburger. Ich sperre das Tier in den Käfig und da bleibt es dann. Vielleicht für immer. Sehen Sie, er will gar nicht weg. Das Tierchen hängt an Ihnen, Herr Ratzeburger. Was braucht man denn alles für so ein Vieh? Heute im Sonderangebot. Miezitrauen, die Katzenspeise der Extraklasse. Für nur 1,95 Mark. Frische Landeier, das Stück nur 25 Pfennige. Soeben eingetroffen, Naturbutter aus Dänemark. Für nur 2 Mark.
Da bleibst du jetzt. Klar? Jetzt hör mal zu. In diesem Haus wird nachts geschlafen. Noch einen Mucks und du fliegst raus. Hast du mich verstanden? Und schau mich an, wenn ich mit dir rede. Das sind wir wegen dir, die Nacht um die Ohren schlage. Nochmal sowas und du marschierst ab ins Tierasyl. Da kannst du hoppen, bis du alt und herzig bist. Gute Nacht. Thank you.
Der Kerl muss hier weg. Ich bin von ruhiger Gemütsart. Aber wenn das Maß voll ist, dann ist es voll. Man kann ja keine Nacht in Ruhe schlafen. Einsperren den Kerl. Ab in die Klapsmühle. Das ist alles nicht so einfach, Herr Tauber. Man muss da schon eine Strategie entwickeln. Unser Herrgott hat schon eine Strategie für diesen Höllenhund. Und die heißt Feuer und Schwefel. Ich denke, hier ist die menschliche Tatkraft gefordert. Da stimme ich Ihnen zu, Herr Lansky. Der liebe Gott ist gerecht, aber furchtbar langsam. Früher wurde da nicht lange rumpalabert. Wir müssen diesen Menschen einfach vor Gericht bringen. Ach, Polizei, Anwälte, Richter, alle das gleiche Gesindel. Na, Gründe gibt's ja wohl genug. Er schießt mit einer Waffe herum. Nächtliche Ruhestörung. Tierquälerei. Und wie wollen Sie das alles beweisen? Mein Topsy ist verschwunden. Das kann jeder hier bezeugen. Ja, und meine Katzen, die er alle erschossen hat? Da stehen sie auf dem Kamin. Die Schwarz-Weiße hat 5 Einschüsse. Das Fell war kaum noch zu flicken. Geteert und gefedert. So war das bei uns auf dem Dorf. Und was wäre Ihr Vorschlag, Barbara? Ich glaube, wir bewegen uns im Kreise.
Wir warten auf Ihren weisen Rat, Herr Fehling. Der Mann ist seelisch krank. Er hat eine ausgeprägte Aversion gegen Katzen. Und Aversionen kann man nicht verbieten. Jeder hat seinen Spleen. So ist das nun mal. Wenn es täglich erschossene Katzen und Vögel von den Bäumen regnet, werde ich nicht einfach den Regenschirm aufspannen, Herr Fehling. Verbitterte Menschen sind unglückliche Menschen. Die schlimmste Plage für Ratzeburger ist Ratzeburger selber. Sein Hass auf Tiere ist ein Hass gegen seine eigene Existenz. Wir sollten nicht versuchen, ihn zu bekämpfen. Wir sollten ihm helfen. Helfen dem? Da sollten wir eher die Hände abfaulen. Durch gegenseitige Hilfe, Frau Tauber, hat der Mensch die Zivilisation geschaffen. Vielleicht hat er ja schon den Sekt kaltgestellt und erwartet dich zum Herrenabend. Und was erwarten Sie sich davon, Herr Fehling? Ratzeburger muss erfahren, was sein Verhalten für uns bedeutet. Also das würde ich ihm lieber durch meinen Rechtsanwalt mitteilen lassen. Toleranz, Frau Ruprecht, ist immer ein Zeichen von Überlegenheit. Wir sollten ihn vielleicht zu einem Gespräch einladen und ihn höflich bitten, seine Feindseligkeiten einzustellen. Die Kaffeekanne über den Schädel! Das wäre mein Gespräch! Ich persönlich warte lieber auf das jüngste Gericht. Guten Abend, Herr Ratzeburger. Bitte erschrecken Sie nicht vor dieser kleinen Delegation. Aber wir möchten Sie gern einen Augenblick sprechen. Warum? Es liegen uns da ein paar Dinge auf dem Herzen, die wir gerne mit Ihnen ausräumen möchten. Keine Zeit. Bitte, Herr Ratzeburger, es dauert nicht lange. Muss das jetzt sein? Je eher, desto besser. Ich komme gleich zu Ihnen runter. Sonst jederzeit. Aber die Kinder sind noch auf und das würde uns doch sicher alles stören. Bitte, Herr Ratzeburger. Also? Stört es Sie, wenn ich mich hinsetze? Ich meine, Sie haben in der letzten Zeit doch sicher bemerkt, dass die gut nachbarlichen Verhältnisse zwischen Ihnen und uns nicht zum allerbesten stehen. Wovon reden Sie? Nun,
Wir, das sind Frau Rupprecht, Herr Lansky, die Familie Tauber, meine Frau und ich. Wir haben das Gefühl, dass wir uns in verschiedenen Punkten missverstehen. Kommen Sie zur Sache, Fehling, und stehlen Sie mir nicht die Zeit. Ja. Ich weiß, Herr Ratzeburger, nicht jeder Mensch auf der Welt kann ein Tierfreund sein. Und ehrlich gesagt, das ständige Hundekläffen bei Ihrer Mutter geht mir auch auf den Geist. Mein Schwager kriegt sogar Migräne, wenn er eine Katze nur sieht. Also ich verstehe vollkommen, wenn man da ab und zu die Wut kriegt. Aber, Herr Ratzeburger, wir sind nun mal erwachsene Menschen und... Was meinen Sie mit erwachsen? Erwachsen? Ja, wie soll ich sagen? Ich meine, wenn ich als Nachbar auf eine vernünftige Art... Was ist denn das? Da klappert nur ein Fensterflügel. Ach so. Es gibt also, draußen aber keinen Wind, Herr Ratzeburger. Ich sage, da klappert ein Fensterflügel. Fahren Sie fort. Da ist doch jemand in der Wohnung. Herr Lansky, in dieser Wohnung ist nichts anderes als ich, diese ungeladene Gesellschaft und ein klappernder Fensterflügel. Bitte setzen Sie sich hin. Vielleicht haben Sie Besuch und wissen es noch nicht, Herr Ratzeburger. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Sie hören doch selbst, dass da jemand in der Wohnung sein muss. Wenn hier was klappert, ist das meine Sache. Sind das Ihre vier Wände oder meine? Was ist los? Fliegen schon die Fetzen? Versuchen Sie hier. Mir reicht's. Ja, du blöde Schachtel. Das ist der richtige Weg zum Ausgang. Fällt Ihnen denn keiner? Soll Sie keine... Und so erwachsen! So eine Frechheit, ich werde euch schon zeigen, wer hier der Erwachsen ist! Ihre diplomatischen Bemühungen sind allen Ehren, Herr Fehling, aber da hilft nur ein gut gezielter Faustschlag. Bis zu diesem verdammten Fensterklapper lief es gar nicht schlecht. Seien Sie froh, dass wir doch noch heil herausgekommen sind. Er hat sie rausgeschmissen. Das will mir ja niemand glauben. Mit einem Verbrecher kann man nicht diskutieren. Hirn und Federn! Und eine Kaffeekanne auf den Schädel. Psst, halt doch mal die Klappe. Jetzt platzt mir der Kragen, Freundchen. Du schleichst dich ein, frisst mir den Kühlschrank leer und benimmst dich wie die Axt im Walde. Das hört jetzt auf. In diesem Haus herrscht Ordnung. Und das gilt für Mensch und Tier. Das müssen Sie hören. Jetzt foltert er Katzen im Bad. Schnell, schnell. Ich verstehe. Noch einmal hast du einen Zirkus und ich schmeiß dich wieder in den Fluss. Du bist hier nur geduldet. Thank you.
entlaufen. Kater Anthrazit. Name? Paul Ratzeburger. Der Name des Tieres. Molly, Bärli, Schnurri. Weiß ich nicht. Kein Name. Besondere Merkmale? Vermutlich kastriert. Wie vermutlich, ja oder nein? Schreiben Sie wahrscheinlich. Fett kursiv entlaufen. Klein, Doppelpunkt, Kater, Anthrazit, kein Name, vermutlich kastriert. Und jetzt noch Ihre Anschrift. Meine Anschrift? Wieso meine Anschrift? Ja, der Finder soll sich doch bei Ihnen melden, oder etwa nicht? Nein, bitte keine Anschrift. Alles unter Chiffre. Chiffre ist bei Suchanzeigen nicht üblich. Üblich oder nicht, bitte unter Chiffre. Sowas machen wir nur bei Partnerannoncen. Dann schreiben Sie Suche entlaufenen Partner, grau, vermutlich kastriert, Finder bitte melden, unter Chiffre. Herr Ratzeburger, Tiere und Lebenspartner haben bei uns verschiedene Rubriken. Ist Ihnen bekannt, Herr Ratzeburger, dass Sie sich ohne Zustimmung der gesetzlichen Eigentümer auf fremdem Grund und Boden befinden? Habt ihr ihn, den Saukerl! Brauchen Sie Hilfe, Frau Ruprecht? Wo ist der Kater? In guter Verwahrung und bei Menschen, die eine Liebe für Tiere haben. Gehen Sie in Ihre Wohnung, Herr Ratzeburger. So ein Streit führt doch zu nichts. Gute Nacht, Herr Ratzeburger.
Steh auf, Elisabeth. Der Ratzeburger bricht beim Lansky ein. Was? Ja, er ist über den Zaun rüber zum Lansky. Du, der muss irgendwas eingeschlagen haben. Ich hab's deutlich klirren hören. Der will die Katze stehlen. Steh auf, Elisabeth. Du musst sofort die Polizei anrufen. Nein. Was sagst du? Ich sage nein. Bist du wach, Elisabeth? Wann ist er rüber zum Lansky? Na eben, gerade vor einer Minute. Gut. Dann warten wir ein bisschen und rufen dann den Lansky an. Aber ich würde lieber gleich die Polizei anrufen. Nein, du Dummchen. Der Lansky muss den Ratzeburger ertappen. Und wie ich Ratzeburger kenne, wird er dem Lansky alle Knochen brechen. Dann ist das Raubüberfall mit Körperverletzung. Das macht 4,5 Jahre. Minimum. Jura novit curia. Das Gericht kennt das Gesetz. Mein guter Mann hat immer gesagt, die Jurisprudenz ist eine furchtbare Waffe. Lansky. Es war nur ein Schatten. Was? Vor ein paar Minuten. Ich bin da nicht so sicher. Vielleicht schauen Sie mal nach und rufen dann erst die Polizei. Ja, durch Ihre Kellertür.
Lansky, der Trottel, hat ihn verpasst. Ich hab dir gleich gesagt, du sollst die Polizei anrufen. Warst du? Frische Luft. Ist dir nicht wohl? Jetzt geht's mir besser. Gute Nacht. Schau mal da. Die Taschenlampe stand an der Kaminbank im Wohnzimmer oben. Jürgen. Habe ich was gefunden? Drüben an der Kellertür. Lansky umgebracht. Haben Sie Husten, Schnupfen oder haben Sie Halsschmerzen? Die Nase ist warm und ganz trocken. Wie bitte? Ich habe Ihnen zwar sofort das Fell abgerubbelt, aber das Tier will absolut nichts mehr fressen. Schlimme Sache, so ein Katzenschnupfen. Meiner Nichte sind schon 3 weggestorben. Man sollte das Tier nicht so quälen. Ach was. Wo Leben ist, da ist Hoffnung. Bekannter von mir hat seine Katze einfach in ein Flugzeug gesetzt und ist auf 2000 Meter hoch. Nach einer Woche war der Schnupfen weg. Höhenflug ist gut für die Schleimhäute. Ich sage Ihnen, da hilft nichts außer einschläfern lassen. Der nächste bitte.
Das ist eine sehr schwerwiegende Zeugenaussage, Frau Ruprecht. Wie sagt man, in der Nacht sind alle Katzen grau? Herr Hauptkommissar, meine Mutter und ich können beschwören, dass Herr Ratzeburger gegen 3 Uhr in der Früh mit Gewalt in dieses Haus eingedrungen ist. Nach einer halben Stunde kam er wieder rausgerannt, genau wie jemand, der was Schreckliches auf dem Gewissen hat. Ich hab schon alles geflogen. Aber ehrlich, noch nie eine Katze mit Schnupfen. Aber... Nein, Herr Ratzeburger, das mache ich nicht. Wenn mein Boss spitz kriegt, dass ich mit verschnupften Katzen Höhenflüge mache, bin ich meine Lizenz los. Ich hab auch eine Katze daheim, Herr Ratzeburger. Aber das Tier braucht einen Doktor und kein Flugzeug. Tut mir leid. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen, Frau Ruprecht? Meine Mutter und ich waren übereinstimmender Meinung, dass Lansky den Kerl auf frischer Tat ertappt und erfolgreich aus seinem Haus vertrieben hat. Du warst doch um diese Zeit wach, Barbara. Hast du gar nichts gehört oder gesehen? Ich? Nein, nichts. Erst hat er unsere Tiere geschlachtet. Und nun will er uns alle umbringen.
Jürgen, komm her. Da ist er. Ratzeburger. Ratzeburger.